Alia, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Division. Wir sind Division Agent, ich bin Ankh und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir werden diesen verrückten Hampel hier nochmal erschießen. Das haben wir zwar schon mal getan, aber verrückte Hampel tauchen immer und immer und immer und immer und immer wieder auf. Genau wie die Typen. Geht doch. Endlich ein bisschen Ruhe hier im Suppenschüsselgebiet. So. Mit dem JTF-Officer sprechen. Sprechen wir mal mit dem JTF-Officer. Hey, Mr. Officer. Wie können wir Ihnen behilflich sein? Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Danke. Oh yeah. Das Allergie gegen die Russen. Müssen wir jetzt wieder die Koffer durch die Gegend schleppen? Ja. Da, nimm das. No. So. Selbst mit der Pistole haben wir sie alle ausgeschaltet. Nicht schlecht. Aber nur ein Kopfschusskill. Einfach mal immer ein bisschen reinhalten, irgendwas treffen wir schon. Na? So, wieder einer weniger. So, und mit Gesichtsschuss. So, hopp. Hopp, hopp, über den Zaun. Hopp, hopp und davon. Da sind noch zwei. Ach, jetzt Maul enden. So. Ein Spaziergang im Schnee, so hoch, wunderschön. Der Schnee hier auf dem Boden ist getränkt in PHP. Okay, ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwie ist heute ein besonderer Tag, habe ich das Gefühl. Natürlich ist es ein besonderer Tag, es ist Sonntag und ich muss arbeiten. Yay! Ich muss unbedingt mal frei nehmen. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. So. Erledigt. 18.000 sind so wenig Erfahrungspunkte nur noch? Alter Schwede. Oh, Sterbeort. Da sollten wir vielleicht nochmal hin. Das habt ihr gar nicht mitbekommen. Ich bin in der Zwischenzeit gestorben. Joggen wir da mal kurz rüber. Psycho. Ich sehe gerade noch, da sind böse. Ja, nicht schlecht. Zack, in den Kopf. Eigentlich will ich da durch. Ja. Ich hatte aufgehört zu gucken.
Ja, das hat nicht nur gekokelt, das hat fröhlich kunterbunt gebrannt. Okay. So, was haben wir denn als nächstes hier dran? Da kam ein Anruf übers Festnetz. Übers Festnetz, ist das zu glauben? Stimmt, da irgendwie auf der Kante bin ich. Ja. Keine Tasche zum Mitnehmen? Okay. Dann halt nicht. Dann leck mich am Arsch. Da kam ein Anruf übers Festnetz. Übers Festnetz, ist das zu glauben? Wer hätte gedacht, dass das bei all dem Chaos noch funktioniert? Jedenfalls waren es schlechte Neuigkeiten. Da ist ein Zivilist in einem Raum eingesperrt. Er kommt nicht raus und wird verhungern, wenn sie nicht zu ihm gehen. Normalerweise würde ich das selbst machen, aber die Bastarde lassen mich hier nicht weg. Also müssen sie es tun. Wenn sie können. Okay, JTF-Officer ist schon hier. Wieso machen die das dann nicht? Hey. Okay, das ist also meine Mission, nicht Helden spielen. Alles klar, spiele ich halt den heftigen Helden. Autsch! Boah. Das war ziemlich gut. Das nicht so gut. Da vorne würde Werkzeug liegen, aber da habe ich gerade keinen Bock drauf. Darum gucken wir, was uns da vorne erwartet. Hallo Leute! Blub, blub, blub. Ich habe eine Knarre, mit der ich in euer Gesicht schießen werde. Guck. So. Two enemies weniger. Ja, das war schlau. Nachladen und aufstehen. Nach dem Motto, guck, schieß auf mich. Genauso wie die Nummer gerade. Läuft bei mir, läuft. Ich zeuge gerade von Professionalität. Ungefähr so wie die Scharfschützen. Dafür hat die Wiesn mal was gedroppt. Item. Give it to me, baby. Aha, aha. Meins, meins. Nein, da lang. Okay, Agent. Nehmen wir an, das JTF-Team ist tot, weil, naja, machen wir uns nichts vor. Kümmern wir uns also um die Lebenden. Sie müssen diese Rikers aus dem Gebäude vertreiben, weg von meinen Generatoren. Und seien Sie vorsichtig. Die sind äußerst temperamentvoll und stehen unter ziemlich hohem Druck. Für welche Mission galt das denn jetzt? Zivilisten sind sicher. Wahrscheinlich für die große Mission hier. Genau. Was sagt man dazu? Wenn Sie hier weiter die Leute retten, geben die Ihnen noch meinen Job. Nicht, dass ich das je zulassen würde. Ja, ja, Pimmel. Du heißt jetzt Pimmel. Müssen wir hier Aufträge von dem Pimmel entgegennehmen. Unglaublich. Wie weit ist das alles gesunken hier, hm? Ah, da vorne läuft die, die wir befreit haben. Sehr schön. Da ist schon wieder so ein Trupp unterwegs. Das ist ja voll ätzend. Kann ja nicht einmal friedlich von A nach B laufen. Und Werkzeug entdeckt. Sehr schön. Versuchen die mal möglichst gut zu umlaufen, alle. Da wir ja zügig vorankommen möchten. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch.
Läuft mal wieder richtig gut hier mit dem Schießen. Ah, fick Keks, Montagen. Rein. Okay, Waffenhalle unterbrochen. So, markieren und dann kommt mehr Arsch. JTF-Verstärkung angefordert. So, was haben wir hier Feines? Gegner nähern sich. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Eieieiei. Böser Typ. Der wollte eine Bombe reinlegen. Ladung gesichert. Haha. Stelle an JTF Security übermittelt. Ach, das ging schneller als erwartet. Ich dachte, da kommen noch ein paar Wellen. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Ne? Schade, nicht durch mehrere Köpfe geschossen. Das wäre voll geil. Boah, roll ich mich da rein? Was stimmt denn nicht mit mir? Oh, guck mal, eine Granate. Juhu. Puh. Wir haben noch eben erst so viel kaputt gemacht. Warum ist das Inventar schon wieder so voll? Oh, hier gibt es Weihnachtsbäume zu kaufen. Cool. Nur haben wir kein Zuhause, wo wir Weihnachtsbäume aufstellen könnten. Und ich glaube, die sind nicht so begeistert, wenn wir da jetzt einen Baum anschleppen in die... Ja. Hauptbasis. Vielen Dank für alles. Telefonaufzeichnung entdeckt. Hier ist Joe. Keine Ahnung, ob das bei dir ankommt. Du, sag Mama, dass ich sie lieb habe. Sag ihr, ich bin bald zu Hause. Schmück es nach Belieben aus, aber tu mir einen Gefallen und sorg dafür, dass sie es glaubt, okay? Sie soll nicht da liegen und denken, ich hab Hunger, Dan. Und wie? Ich würde eine rohe Taube essen, wenn ich eine fangen könnte. Die Sarah-Leute haben Notrationen verteilt, aber sie hatten nicht genug und die Leute sind durchgedreht. Würde ich nicht, aber ich kann sie nicht verdenken. Das macht dann einen, als würde sich das Gehirn selbst verdauen. Das war gelogen. Ich habe geklaut. Aber ich habe was zu essen. Du brauchst nicht zurückzurufen. Was ist das denn hier für eine krasse Gang gewesen? Nichts mit heftiger Streetrap-Mucke hier. Heute nicht. Nicht mehr. Die Feindbasis angreifen. Warnung. Potenzielle Feindbasis identifiziert. Derbe. Was hast du zum Thema Langeweile gesagt? Gegen Langeweile kann ich etwas für euch tun. So. Da hinten haben wir noch einen. Hi. Ich schieß dich ab. Danke. Das ist meins, du werter Schuft, du. Ach ja. Oh, Überlebensrakete entdeckt. Da in der Hütte drin, okay. Da gucken wir mal, wie wir da irgendwann mal hinkommen. Erstmal. Fick.
Alter Schwede. So, er brennt, er hat Aua, er blutet. Er schmeißt mir Granaten zurück. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Spektakulärer Fight, die Fight. Mhm. Ist noch was drinne? Wäre natürlich zu erwarten, wenn das eine Feindbasis war. Dass eine Basis war. Ach, das war seine Basis. Alles klar. Er war reich an Imperium, wie es aussah. Huch, hier geht's hoch. Hallo. Frau Dimdrimir, sind Sie noch zu Hause? Frau Dimdrimir. Hallo. Ich mochte voll gerne Ihr Abendessen, was Sie mir immer gebracht haben. Frau Dimdrimir. Okay, Frau Dimdrimirs Wohnung haben wir schon mal gefunden. Hallo, Frau Dimdrimir. Ich bin's. Chantal Denise. Hallo. Hier ist niemand. Okay. Alter Schwede, sind ja viele Medikamente. Und natürlich ein Klavier im Schlafzimmer. Vorm Bett. Wo auch sonst. Und die armen Typen, die das hier hochgeschleppt haben. Muss die Hölle gewesen sein. Okay. Okay. Huch. Explosion. Puff. Da geht's weiter. In diesem Ghetto-Block, yo. Arriba. Andele, andele. Laterne. Gegengerannt, gegengerannt. So, da geht's ins Ghetto rein. Und so ein bisschen was von der Festung, so mit Mauer umrum, drumrum. Oh, Kunst. Süß. Voll süß. So, dann gehen wir mal. Alarm! Empfange JTF-Funksprüche. Schuss durch leichte Waffen! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Ah! Warnung. Feindkräfte nähern sich. Da kommen noch mehr. Na du? Warum seid ihr so gemein und schießt auf mich? Pimmel. Pimmel Arsch und Zwirn. So. Dann benutzt mal lieber Medikit, bevor dann hier doch noch was in die Hose geht. Außer unsere Pipi. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Und noch mehr. Wahrscheinlich jetzt hier durch. Brennt! So. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Abgefackelt. Da kommen noch mehr! So. Geh weg mit deiner Schrotflinte. Wow, wow, wow.
du mit deiner Granate, kannst du bleiben, wo du herkommst. Und mehr. Gegner neutralisiert. Blauer Loot. Blauer Loot. Wupp, wupp, blauer Loot. Wupp, wupp, blauer Loot. Wupp, 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 wupp. So. Da oben haben wir noch drei Sachen. Hier haben wir noch ein bisschen was für den Medizinflügel. Geiselrettung. Das klingt easy. Versucht so tapfer zu sein. Mhm. Rums. Komme ich da durch? Ist hier abgefahren. Oh. Hallo, Telefon. Hab deine Nachricht erhalten. Danke. Ich bin froh. Es ging wohl schnell. Ich hätte sie gerne noch mal gesehen, bevor... Damn. Heute habe ich diese Typen auf der Straße gesehen. Bei einem alten Mann. Sie wollten seinen Koffer. Sie wussten nicht, was drin ist, aber sie wollten ihn trotzdem. Und er wollte ihn nicht hergeben. Dann haben sie ihn geschlagen und getreten. Immer weiter. Bis er ohnmächtig wurde. Danny, ich war einer von ihnen. Verlass die Stadt. Pack die Jungs in den Wagen, fahr zum See und nimm Papas Schrotflinte mit. Ihr könnt da ein paar Monate durchhalten. Tu es, Danny. Bevor es zu spät ist. Genau, Danny, tu es. Noch nö. Hier, spiel damit. Verdammte Pussys. Okay. 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 So. Elektroteile sind irgendwo anders. Autsch. Ne? Geht doch. Ausnahmsweise treffen wir. Oh. Ausnahmsweise haben wir mal was getroffen. Ihrem Arsch. Hab einen Tipp von einem Einheimischen, der über abgeworfene Vorräte gestolpert ist. War zu viel für ihn. Oder vielleicht hatte er auch nur Schiss, zur Zielscheibe zu werden. Jedenfalls, Sie haben keinen Schiss, oder? Okay. Da ist der Nachschub, den wir verteidigen sollen. Lila, 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 lila und keine Kühe. Fick die Nesthäkchen. Okay. Gott, verdammt.
Das wird kein Kinderschlecken, Zuckerschlecken hier. Okay. Nummer 3, wo bist du? Warnung, eintreffende Gegner. Okay. Okay. I gotta catch them all. Ich will der Allergrößte sein und schieß gegen den Baum. Der Allergrößte sein und schieß gegen seinen Pflaum. Autsch, autsch, autsch. Captain Darm. Voll 9 Schuss noch. Sie haben die Vorräte gebracht und nicht mal das Beste für sich behalten. Und das ist gut so, weil wir das Zeug wirklich dringend gebraucht haben. Ja, ich bin vielleicht ein Netter, ne? Gehört, die Feuer am Passway seien gelöscht. Aktives Echo-Signal geortet. Huch. Der hat jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Jetzt hören Sie mir zu. Ich habe diese Leute aus der Dark Zone geholt und wir werden verfolgt. Wir wollten uns in einem JTF-Safehouse verschanzen, aber die Rikers geben nicht auf. Wenn sie uns nicht rausholen, sind diese Leute alle tot. Haben verstanden, Vanguard, aber die Zone ist zu heiß für eine Abholung. Halten Sie durch und warten Sie auf weitere Instruktionen. Angel 6, Ende. Das war's dann also? Wir werden hier sterben? Nicht, wenn ich es verhindere. Das ist der Division Agent. Oh. Schwer im Trauma gestorben. Man kann an einem Trauma sterben, krass. Oh Mann. Genug Hilfe. Suchende Schreie angehört. Looten wir erstmal das ganze Zeug, was wir hier den Typen aus den Rippen geballert haben. Da vorne liegt noch was Grünes rum, ne? Ja. Und eine Kiste war hier, genau. Besser Sie bringen die Viren zurück als ich, wissen Sie? Hä? Hä? Tot. Allwetterweste. Und mit diesem wunderbar unnützen Loot sind wir am Ende der Episode und unser Inventar schon wieder voll. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen hier mit mir in New York. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da oben da lassen würdet und wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und haut rein. Ciao.